Was geht ab, Leute? Ihr wisst nicht, was passiert ist. Wollt ihr wirklich wissen, was passiert ist? Ich werde verklagt. Ich hab noch nicht gebumst. Spaß beiseite, Leute. Es gibt wirklich eine Person, die mich verklagen möchte. Und zwar handelt es sich hierbei um die Ex-Freundin von Berhan TV. Ihr kennt die doch, oder? Nein, nicht diese Sarah. Es geht hier um diese Diala. Das ist die Person, die zusammen mit Berhan in Paris war. Das war die Person, die öffentlich gegen Berhan geschossen hat. Die auch öffentlich irgendwie ein Gerücht über Kanyavi erzählt hat, dass er angeblich irgendwelche Krankheiten hätte und er sie angeblich angesteckt haben soll. Und am Ende hat sich ja herausgestellt, dass das nicht stimmt. Dann ist sie ja irgendwie in Kanyavis oder in Berhans Video gelandet und ich habe drauf reagiert. Jetzt geht sie mir seit einem Monat auf den Sack. Das ist ja immer das Geilste, Digga. Erst haben die große Fresse, erfinden irgendwelche Gerüchte über andere, aber dann, wenn die mal in den Arsch werden, wollen die das gerichtlich klären. Ja, immer nachher eben so krass, wie du heulst, ne? Und für das, was du heulst, du bist ja dafür selbst schuld. So, du hast das selbst veröffentlicht und die Leute haben darauf reagiert und jetzt möchtest du, dass wir darauf nicht mehr reagieren und das Video löschen. Erstmal so, du bist Person des öffentlichen Lebens, sobald du ein Video öffentlich stellst. Du hast auf TikTok ein Video, die ist einfach TikTokerin, ja? Du bist TikTokerin, heulst jetzt rum, dass wir deine Videos benutzen. Vor allem, ich habe nicht mal was Schlimmes gesagt, ich habe nur auf das eine Video von Berhan reagiert. Hör dich bei Berhan aus, nicht bei mir. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe nur auf das Video reagiert. Aber dass du mir dann ankommst und sagst, ja, so, nimm das mal bitte runter. Was ich auch akzeptiert habe, ich wollte das Video runternehmen. Aber du mir dann irgendwelche Beleidigungen schreibst und dann die Nachrichten zurückziehst und so tust, als hättest du nichts gemacht. Das lass ich nicht mit mir machen. Meine, du kannst sogar gerne vorbeikommen, meine Eier riechen. Trotzdem nehme ich das Video nicht runter. Weißt du auch warum? Weil es meine Eier so sagen. Meine Eier wollen das einfach. Ich will das nicht löschen, das Video. Das Video bleibt drin. Was willst du jetzt machen? Meine Eier sagen, Janelle, nein, du lässt das Video drinne. Und meine Cousine, der Mann, der ist einfach Staatsanwalt. Ich habe mich schon mit denen unterhalten. Dabei kommt nichts raus. So, ja, nee, versuch ruhig, mach ruhig, so. Kein Problem, mach ruhig, schick mir Anwaltsbriefe, kein Problem. Im Endeffekt muss ich das Video einfach nur entfernen, wenn es soweit ist. Aber solange ich das Video noch behalten darf, werde ich es online lassen. So, du kannst das Video nicht einfach so löschen. Vor allem, du hast mich hier beleidigt, da beleidigt. Ja, nee, soll ich jetzt dich auch anzeigen oder was? Ich bin nicht so ein Kind. Wegen was für Kleinigkeiten du jemanden schon verklagen möchtest, Alter? Was ist los mit dir? Wärst du in meiner Position? Oh, du wärst ja Bushido von YouTube. Digga, es gibt genug Menschen, die Gerüchte und Lügen verbreitet haben über mich. So, ja, nee, habe ich dir jetzt verklagt? Habe ich dir angezeigt? Nein. Weißt du auch warum? Weil es mir am Arsch vorbeigeht, an meiner Köln. Denkt von mir, was ihr wollt. Die Leute, die mit mir, die in meinem Kreis sind, die wissen, wie ich drauf bin und was stimmt und was nicht. Ja, nee, was soll ich euch sagen? So, ja, nee, was interessiert mich das, was andere denken? So, ich bin ein Mann, Bruder. Ja, nee, ihr kriegt mich nicht wegen sowas klein. Aber ich lese euch mal trotzdem kurz Chat vor, ja? Ich muss halt mal kurz suchen hier. Guck mal, ich zeig euch das mal jetzt. Sie hat mir hier eine E-Mail geschrieben, hier Diala. Ich will jetzt den Nachnamen nicht erwähnen. Die hat mir geschrieben, hallo Lejano. Erstens heißt ich Lejanko und nicht Lejano. Ich weiß nicht, egal, scheiß drauf. Ich habe dir bereits vor einem Monat auf Instagram geschrieben und darum gebeten, das Video mit Berhan zu löschen, beziehungsweise meine Bilder, Videos und Audios rauszuschneiden. Mein Anwalt hat ansonsten deine Adresse rausgefunden. Und wir werden gerichtlich vorgehen, wenn dies nicht in den nächsten 24 Stunden passiert. Ja, nee, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt weinen? Okay, wow. Und jetzt? Aber nachdem ich kann meinen Zahnarzt fragen, der findet deine Adresse auch raus. Weißt du, wie ich meine? So, ja, nee, hä? Was interessiert mich, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt weinen? Mach ruhig, was du machen möchtest, so. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst vor dir. Ja, nee, Amrakuim, hä? Wenn du das so klären möchtest, dann gerne. So, würde ich dir zwar nicht empfehlen, aber mach ruhig. Weil da wird nicht viel bei rauskommen und ich möchte auch nicht, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, Moneten zahlen musst. Weißt du, wie ich meine? Deswegen scheiß drauf. Aber ist ja alles schön und gut. Wir schauen auf jeden Fall uns erstmal ihre Nachrichten an, ja? Guck mal hier, das ist schon etwas länger her. Sie hat ihm geschrieben, Lejanko habe eben dein Video gegen Berhan und Sarah gesehen. Ich war das Mädchen, mit dem er in Paris war. Du meintest, es könnte gefaked sein. Ich kann die Videos schicken, wo man sein Gesicht sieht und kannst sie gerne nochmal erklären. Sie hat mir auf jeden Fall Videos geschickt von Berhan, wie sie zusammen in Paris waren und dann da einige Sachen gemacht haben. Und ich habe trotzdem darüber kein Video gemacht. Ja, ich wusste alles, ich habe aber trotzdem darüber kein Video gemacht. Weil ich finde, so, was interessiert mich das, arme Nachbarn, was Berhan mit Frauen macht? Junge, was interessiert mich das? Der ist sein Mann, Alter. Wenn die sich drauf einlässt, dann ist sie selbst schuld. Punkt. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einen Vater spielen oder was? So, ja, ne, bin ich der Vater von Berhan oder was? Aber egal, sie hat auf jeden Fall alles dafür versucht, um Menschen schlecht zu machen. Sie hat alles dafür versucht, Menschen runterzukriegen. Aber jetzt, wo sie Gerüchte erfunden hat und dann dafür ihren Karma kassiert hat, geht sie jetzt gerichtlich vor und möchte jetzt andere anzeigen. Macht das gerne. Daran merkt man auf jeden Fall, wie schwach dein Charakter ist. So, andere fertig machen im Internet, auf TikTok und so weiter, aber danach, wenn es um dich geht, Anzeigen verteilen, ne? Guck mal, hier hatte sie mir sogar geschrieben und Videos von Sarah und Berhan habe ich auch so sogar
Videos und sie hat selbst zugegeben, dass sie das ist in Audio und Chat, kann es dir auch schicken und sie hat es mir auch geschickt, aber sie hat es zurückgezogen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das auch wirklich dann Sarah und Beran waren, was ich jetzt nicht glaube, scheiß drauf. Dann hatte sie mir hier am 9. Mai geschrieben: Hallo, ich bin Diala aus Berans Video. Ich habe eben gesehen, du hast auf Berans Video reagiert. Ich bitte dich, den Teil mit mir rauszuschneiden, weil gegen Beran rechtlich vorgegangen wird, mit Anwalt und Polizei und alle, die darauf reagieren, genauso. Die Chats, Bilder, Audios wurden ohne meine Erlaubnis veröffentlicht. Ach so, wurden deine Videos gegen Berhan mit Erlaubnis veröffentlicht oder was? Aber scheiß mal da drauf, ich habe ihre Nachrichten bis dato noch nicht angenommen. Anfragen annehmen, ablehnen, ihr wisst Bescheid so, ja, Manakrim, ich weiß gerade selbst nicht, was ich laber. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Dann hatte sie mir hier nochmal geschrieben am Donnerstag: Hallo Lejano, ich heiße Lejanko immer noch, ich weiß nicht, was für ein Schaden die hat, aber egal. Ich habe dir bereits vor einem Monat auf Instagram geschrieben und darum gebeten, das Video mit Beran zu löschen, beziehungsweise meine Bilder, Videos, Audios rauszuschneiden. Dies, das, tralala, das gleiche, was sie auch in der E-Mail mir geschrieben hat. Dann hat sie einen Link geschickt, hat mich 1000 Mal angerufen und diese Nachricht hatte sie mir geschickt an einem Tag, wo ich wirklich nicht gut drauf war. Ich habe wirklich, ja nee, ich war mit meiner Psyche am Ende. Ich hatte ganz, ganz andere Probleme, ja nee, ich wollte einfach dann, tamam, ich habe gesagt, halas, wenn ich zu Hause bin, lösche ich das Video und die geht mir nicht auf den Sack. Das habe ich dann auch hier geschrieben, ich so, das wird in den nächsten Stunden entfernt. Erinnere mich bitte nachher nochmal dran, bin ich zu Hause. Ich war an dem Tag nicht zu Hause, ich war mit Kollegen unterwegs, wollte ein bisschen meinen Kopf freikriegen, ein bisschen abschalten, ihr wisst Bescheid. Aber ich habe auch Probleme, ich habe auch Sachen, die ich selbst klären muss. Weißt du, wie ich meine? So, ja, nee, geh mir nicht auf den Sack. Ich habe auch ganz, ganz andere Probleme. Und dann hatte sie mir Nachrichten geschickt, hat mich beleidigt als das H-Wort, E-Wort, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, alles, Amanakrim. Und dann hatte sie das zurückgezogen, aber ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, Jani, die denkt, ich habe das nicht gesehen. Dann hat sie geschrieben, das Video noch drin, letzte Möglichkeit. Kannst es ja drin lassen, sollst nur die Stellen mit dem Video, meinen Namen, meine Audios und das Video von mir rauscutten. Weil sonst geben wir das am Montag per Eilantrag ans Landgericht. Tschüss. Ich hab Angst. Was soll ich jetzt machen? Dann hat sie mir auf jeden Fall einen Screen geschickt, wo sie im Thumbnail zu sehen ist und hat darunter geschrieben, dazu ist mein Video als Thumbnail. Hab eine Familie und einen Freund. Stell dir vor, es wäre deine Freundin. Nimm's einfach raus, sparen uns dann beide die Kosten. Ey, ich sag dir mal eine Sache. Meine Ex-Freundin wurde damals auch in Videos eingeblendet. Habe ich die Leute jetzt verklagt? Obwohl das mein gutes Recht wäre, Digga. Ja, meine Person mit reingeschnitten haben nachgegeben, die mit der Öffentlichkeit nichts zu tun hat. Habe ich sie verklagt? Angezeigt? Nein, habe ich nicht. Warum? Weil es einfach pussyhaft ist. Weil es einfach, keine Ahnung, wie soll ich dir sagen, so, das passt nicht so. Ja, nee, vor allem ich als YouTuber. Vor allem, wenn ich dann andere anzeigen würde und so, das würde nicht passen. So, ich reagiere auch auf andere YouTuber, lache auch über viele Sachen so. Soll ich dann wirklich so eklig sein und über mich selbst nicht lachen können? Denn soll ich die Leute dann auch, wenn die Scheiße labern, wallah, es wird genug Scheiße über mich erzählt. Habe ich die Videos drin gelassen? Ja. Habe ich die Leute angezeigt? Nein. Warum? Es sich nicht gehört. Ist einfach so. Ich reagiere auch auf YouTuber. Ich mache auch hier und da Witze über YouTuber. Dann muss ich damit doch ausgehen, dass andere so auf mich reagieren. Ist einfach so. Fakt. Oder? So, da hat die versucht, mich anzurufen und so weiter. Und dann hatte sie mich wirklich dann nochmal beleidigt. Aber ich war da gerade, glaube ich, am Scheißen. Irgendwo auf Raststätte. Ich hatte Durchfall, sein Vater. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Dann hatte sie mich beleidigt. Und ihr wisst, ekelhaft, Bruder. Erstmal 2 Tonnen Toilettenpapier auf Toilette geklatscht, damit mein Arsch nicht die Klorille berührt, Bruder. Richtig ekelhaft, wallah. Ich hatte noch Feuchttücher am Auto. Ich habe mein Handy auf Feuchttuch gelegt und habe das gesehen, dass sie mir so geschrieben hat. So, falls ihr jetzt wirklich denkt, ich lüge, dann glaubt mir nicht an meiner Krim. So, glaubt mir dann eben nicht. Aber sie hat mich auf jeden Fall beleidigt und ich weiß, dass das stimmt. Und es interessiert mich auch nicht, Diala, dass du einen Freund hast. Ich hatte auch eine Freundin und über mich wurden auch Gerüchte erzählt. Über mich wurde auch erzählt, dass ich hier und da, keine Ahnung, Weiber hätte, was nicht stimmt. Ich hatte nur eine Freundin, Bruder, bis jetzt. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, Khalas, lass mich in Ruhe, geht mir nicht auf den Sack. So, ich muss damit auch leben. So wie du damit leben musst, muss ich auch damit leben. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Geh mir bitte nicht mehr auf den Sack. Und Leute, ich liebe euch, passt auf euch auf. Demnächst kommt auf jeden Fall die nächste Bombe. Ihr wisst Bescheid, ich küsse eure Augen.